Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Feuerrot Blattgrün Randomizer Soulink Challenge mit Tani und mir. Hi! Ich bin Tani, noch eine Folge. Ja. Die Arena macht dich fertig. Ja, ich habe trainiert. Ich zeige hier gerade mein Team. Alles auf 24, außer Lampenlady ist ja schon auf 25 gewesen. Und ich war am Überlegen, was mache ich eigentlich gegen Major Bob? Und ich habe tatsächlich etwas gefunden. Und zwar hat Poseidon, wie man hier schon sehen kann, Dick erlernt. Und Terrorfee hat auch noch Steinwurf, oder wie das auf Deutsch heißt, gelernt. Also, da geht vielleicht noch. Ich gönne mir mal den ersten Kampf gegen den linken Typen. Hä? Ich stehe doch vor dem Zerschneiderbusch. Sie ist schon wieder drin. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. Das ist nicht wahr. Ich habe nicht vorher gelevelt. Ich war ja schon eh überlevelt. Darum habe ich das gelassen jetzt. Es ist echt unglaublich, ey. Wir haben zwei Pokémon, der linke. Warte mal, der rechte sieht aus wie ein Angler. Voltoball. Wieso sieht er aus wie ein Angler? Ich kämpfe erst gegen den linken. Ich auch. Oder? Der hat Voltoball. Dann kann ich ja mal meine Defense testen, nieder. Wie das so funktioniert mit Dick. Okay. Ich hab gekrittet. Voltoball ist weg. So, dann schauen wir doch mal. Wir testen mal Dick. Wie gut ist denn das? Und Magnentilo. Hallo Magnentilo. Vielleicht, so, eventuell mach's gut, Magnentilo. Mach's gut, Magnentilo. Gut. Bam. Also das geht recht einfach gerade. Ja, ich glaube, dein Tipp eben, dass ich in meinen TM-Beutel gucken soll, war gar nicht mal so schlecht, siehste? Muss ich sagen. Oh, ich glaube, ich überlevel aus Versehen. Ja gut, Poseidon wird wohl doch ein Level zu hoch sein, aber das kann ich jetzt gerade nicht ändern. Dann soll Major Bob halt mal ein bisschen höher trainieren. Ich war auch so ein bisschen auf Level 28 eingestellt, ehrlich gesagt. Ein Pikachu hat er rechts. Alles klar, Major Bob ist so am Arsch, ey. Ich mach den so fertig gleich. Ich dachte, Schaden. Holy shit. Ach, das war mein Slam. Okay. Oh, jetzt möchte Poseidon noch was lernen. Möchtest du jetzt noch lernen, bitte? Oh, das ist natürlich praktisch, ehrlich gesagt. Aber das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht beibringen, nur für den Arena-Leiter. Was denn? Matzboard, das schwächt Elektroattacken. No, super. Aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht nur für diesen einen, also, nee, eigentlich nicht. Nee, ich lerne es tatsächlich nicht. War das jetzt noch der hier? Nope, hier ist nichts. Oh, wo ist denn? Also das eine ist hier links. Nee, da ist nichts mehr. Scheiße. Ist das Zufall? Dieser Typ da sieht aus wie ein, dieser Angler, hat der Wasser-Pokémon oder was? Der hat zwei Pikachus. Zwei Pikachus. Okay, hier oben ist ein Hebel. Ich zieh den Hebel. Wo ist der andere Hebel? Ach ja, und wie man sieht, Terrorfee und Filina haben sich entwickelt. Das hatte ich eben ganz vergessen zu erwähnen, während des Trainings. So, dann hau mal deine beiden Pikachus raus hier. Und der oben, der Opa hat auch nochmal ein Pikachu. Level 23. Alles klar. Schauen wir mal hier. Doppelteam. Oh shit. Mach nicht so einen Quatsch. Pikachu, lass das. Wow. Oh, es war klar. Nicht mit Doppelteam. Oh, ey. Oh nein. Er hat mich natürlich paralysiert. Es ist zum Kühlmelken. Oh nein. Das Pikachu bei dem Opa macht dreimal Doppelteam jetzt schon. Ich treffe es nicht mehr. Ne? Wie gut, dass ich da auch nicht bin, ne? Viel Spaß. Danke. Oh, es ist weg. Ach komm, ey, erstmal die Fullpara. Nein, es fängt ja auch an mit Doppelteam. Ach komm, ey. Nein, Pikachu, lass es. Lass es. Müsste es nicht hier sein eigentlich? Nope. Och nein, wo sind die mit dem Hebel, ey? Für den Hebel habe ich immer so gehasst.
Ja, es ist echt nervig, das mit dem Hebel. Nein, ich habe doppelt geklickt. Ja, alles klar. wo sind die denn immer? Die stehen doch immer zum nebeneinander. Direkt nebeneinander? Ja. Bam! Voll, ey. Hier sind sie nirgendwo. Ich guck mal hier. Hallo? Nein. Aua! Hey, Pikachu, werd nicht frech hier. So, ich habe die Vortrainer auch besiegt. Die hier? Hä? Hä? Sehr schön. Wo sind die? So, dann werde ich noch gerade mal mich einmal heilen gehen. Und dann werde ich mal hier auch nicht. Alter. Oh, das ist ein Hebel, das ist so nervig, das ist so Kindergarten. Der Angst oder warum hat er das eingebaut? Das ist, glaube ich, auch eins der gehasstesten. Ja, ich kann nicht mehr reden. Dieses Rätsel macht mich jetzt schon fertig. Ich kann nicht mehr reden. Es wird auf jeden Fall sehr gehasst. Ja. Ich glaube, ich gehe so ran, nochmal shoppen gerade. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, hier ist ein Hebel. So, jetzt links oder rechts davon? Oder kann er oben der sein? Ich klicke jetzt links davon. Nee, es ist nicht. Yay, nochmal das ganze Spiel. Ich hasse es. So, was kann man daran hänge ich jetzt eine halbe Stunde fest. Ich würde so lachen, wenn es so wäre, ne? Könnten wir mal einfach zwei Paraheiler mitnehmen, wo ich gerade schon mal hier bin. Und ich glaube, ich kaufe mir sogar einen einzigen Eis hier, weil ich wurde beim Offscreen-Training sehr oft eingefroren. Das ging mir doch auf die Nerven. Komm. 5 Pokebälle. Ja. Und nochmal ein paar Supertränke. Und ja, sag mir das doch. Du nicht. Nein, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir reden. Mit dir wollte ich reden. So, dann komme ich jetzt auch mal wieder. Bobby, ich komme. Mach dich. Nein, das sag ich jetzt nicht. So, was haben wir denn hier? Nein. Alles klar. Ja, ein Schalter. So, und der zweite, der ist doch safe hier. Ja, easy. Zack, erster Versuch, first try durch, so. Wie fange ich den jetzt an? Warte mal, er hat einen Voltoball, einen Pikachu und einen. Wo ist der scheiß Hebel? Ach, das ist ah, hier, okay. Dann müsste jetzt der andere Hebel da sein. Oh, Bobby, komm her. Er steht rechts daneben, ist der Hebel. Nee, ist er nicht. Der Typ lügt. Darf ich nochmal verprügeln? So, ein Voltoball. Er hat auch right gesagt, oder nicht? Set up double locks. Oh, every ja. Let me give you... Wenn du das erste. Schaden! Aua! Wenn du das erste aufmachst. Ich hab Angst. Ist das zweite genau rechts daneben? Nee, nicht immer rechts daneben. Hat er gesagt, der eine Typ? Jetzt werde ich schon wieder hier angeschrieben. Alter! Nein! Moment! Entschuldigung. So, Moment. Da ist einer. Alter, what the fuck? Ich sollte, Moment, ich mach mal gerade hier Steam kurz. So, so sorry Leute, ich vergesse das immer. Hä? Ist das lustig? Ey, die Firma muss ich bei dir unbedingt abgucken. Ey. Nein, musst du nicht! Der eine Typ. Ja, also, das ist immer rechts daneben. Ach so. Wenn du den ersten betätigt hast, ist das rechts daneben? Am Arsch ist rechts daneben. Hier ist einer. Und da kannst. Ja. Es kann jetzt aber nicht rechts daneben sein, weil ich hatte ja schon rechts daneben. Das heißt, es muss hier sein. Ja, danke. Es war oberhalb und nicht rechts daneben. Du. Oh, kann ich nochmal hauen, bitte? So, du Klappspaten, komm her. Ja, ich hab's eilig. Darf ich dich verhauen? Los. Ja.
Scheiße, ich hatte gehofft, Pikachu überlebt eine Runde, ehrlich gesagt. Wieso, Scheiße. Du hast ein Pikachu? Wo hast du ein Pikachu her? Nein, er, so. Also sein Pikachu. Ich wollte eigentlich noch mein Poseidon mit dem Trank heilen, aber jetzt ist das Pikachu schon tot. Okay. Kann man jetzt nichts machen? Oh, Defense sinken. Oh, nicht geil. Komm. Kritter. Nice. Heil ich jetzt, oder? Ich würde schon gerne erstmal gucken, was er macht, ehrlich gesagt. Okay, ich muss das Molo dann ein bisschen dezent nach hinten verschieben. Das ist... Was macht er denn so? Ja, die 18, nur Pikachu, okay. Er macht Doppelteam. Oh nein. Nein, das tust du nicht. Raichu, oder was? Macht Doppelteam? Ja. Oh nein. Bitte lass mich zuerst dran sein. Oh, hallo Raichu, Level 24. Er spammt Doppelteam bei mir. Das ist ja, bei mir auch. Ich hasse das. Bitte lass mich dich treffen. Komm. Komm. Komm, komm, komm. Ja, Raichu. Genau, triff ihn. Und jetzt komm. Weg. Hau ihn weg. Ja. Er macht drei Matte. Das ist ein Witz. Raichu, Alter. Raichu. Ich hab getroffen. Nice. Ja, one it. Ciao. Ich auch. Gut, gewonnen. Nächste Runde. Ja. Gut. Hier ist ein bisschen dicker Tunnel. Na, easy going, ne? Oh, die Maus ist noch hier. PM34, ist das Donnerblitz? Ja, Shockwave. Müsste, oder? Na, ist nicht schnell, das ist nicht Donnerblitz, aber Shockwave nehme ich auch tatsächlich. Ja. Und schau. Nein, falsche Taste. Du hast noch irgendwas? Schau hier mit deinem scheiß Fallending, ey. Ich bin weg hier, ich bin raus. So. I quit! Zurück ins Pokémon Center. Heilen und ab durch den Diktatunnel. Kein Bock mehr auf die Stadt hier. Die Frage ist natürlich jetzt, welcher Nase soll ich denn bitte Blitz beibringen? Kannst du mir das mal verraten? Das werde ich dann sehen, wer es überhaupt lernen kann. Zuletzt habe ich gar keine, die es lernen kann. Dann hat sich das eh geklärt. Ja, dann müssen wir ein Team austauschen oder so. Könnte sein, dass Geist Blitz erlernen kann. Mein Geist. Weiß ich nicht, muss ich gucken. So. Ja, als erstes, Morlord muss, das ist, Morlord, du bist mein Notfall-Pokémon, weil du bist echt zu krass. Hallo, Schwalbini. Hallo, nee, Schwalbini. Das wollte ich nicht. So. Wo steckst du? Ich lauf gerade durch den Diktatunnel. Ach, du bist im Diktatunnel. Ich bin am Eingang noch. Ich hab extra gewartet. So. Diktatunnel. Du holst mich doch eh gleich wieder ein. Du bist so schnell. Bin ich gar nicht. Hauptsprache. Die stellen hier sehr verdächtig aus, aber hier ist nichts versteckt. Ich werde aber bei denen jetzt fliehen, weil ich will nicht noch mehr leveln jetzt. Obwohl, kann ich jetzt wieder? Was ist das nächste? Der nächste Arena-Leiter. Das kann ich dir nicht sagen. Das nächste ist Erika. Ich weiß es nicht. Vielleicht Anfang 30 würde ich schätzen, so 34, 35. Nein, dann nehme ich die Kämpfe mit. Nee, aber nicht die Wilden, oder? Also ich nicht. Ach so, die Wilden, nee. Ich bin ja so schon. Also ich mache die Wilden sowieso fast nie. Ich trainiere an den Trainern. Wenn du jetzt so trainierst hier, also offscreen, trainierst du doch in den Pokémon, oder? Ja, aber eigentlich versuche ich nur mit den Trainern quasi so weit zu kommen. Ach so. Ja gut, klappt natürlich nicht immer, aber... So, was ist das denn hier? Hier liegt doch bestimmt ein verstecktes Item, oder? Oder vielleicht auch nicht. Irgendwo was Verstecktes im Diktatunnel? Hab jetzt nichts so spontan gefunden. Ich hau mal einen Schutz rein, so, da kann ich durchs Bieten. So, bist du der Typ, der... Nein, bist du nicht. Du bist nicht der richtige Typ. Diktatunnel. Oh. Warte mal, was suchst du? Hm? Die Neko? Na, das habe ich nicht. Alles klar, ja. Pummelhof! Das finde ich aber cool, dass die hier auch dank dem Randomizer zufällige Tauschsachen haben. Hm. Ich freue mich auf unsere... Also, was immer, welche Edition wir auch immer hier danach spielen, wird natürlich auch wieder eine Soul Link Challenge. Aber diesmal komplett random. Das heißt, die Gegner können auch andere Pokémon komplett haben, die Trainer... Auch weißt du, was ich lustig finde? Das wird so mega witzig.
Was denn? Wenn wir gar nicht die richtigen Teams drin hätten, irgendwie, weil wir es irgendwie verkackt haben oder so die ganze Zeit. Dass wir irgendwie ein Team drin haben und keine Ahnung, da müsste eigentlich ein anderes mit rein. Bei was meinst du jetzt? Jetzt am Ende oder was meinst du? Nee, ja, zum Beispiel, dass wir an einer Stelle irgendwie uns falsch abgesprochen haben und ich habe zum Beispiel eins drin, wo du aber gar nicht den Partner von drin hast oder so. Also ich habe immer das, was du gesagt hast, also das Passende darauf habe ich eigentlich immer drin. Oh nein. Gut, ist HM05 Blitz? Ich weiß nicht. Warum? Sehe ich nicht. Ich habe zu wenige Pokémon gefangen. Ungeil? Hey, Moment, aber Five. Ach nee, oder meint er verschiedene. Ach, er meint wahrscheinlich verschiedene Sorten oder so. Ja, das ist der Typ. Ja, ich krieg nicht Blitz. Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ja, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man da durchkommt ohne Blitz. Warte mal. Du hast zwei Kinds auf Pokémon. Ich habe nur zwei Typen von Pokémon. 10 Species. Aber ich habe nur 5. Hallo, Item. Was habe ich hier gefunden? Zink. Ja, das ist natürlich gut. Ja. Persimberry. Ich gehe dann mal wieder, ne? Scheiße. Ja, blind durch den Felsturm, oder? Das kann ja was werden. Können wir uns eine Karte dazu aufrufen? Dass wir etwa die Strecke wissen. Weil blind durch den Felstunnel, das kann bei mir Jahre dauern. Ich sehe jetzt schon, wie Leute in den Kommentaren schreiben, do it, do it. Also wir müssen einfach wieder zurück. Ja gut, wir werden in dieser Folge jetzt eh nicht da ankommen. Ich denke mal, wir legen uns dann irgendwie eine Karte parat oder so. Und zurück durch den Diktatunnel. Ja, das ist jetzt natürlich dumm gelaufen, ne? Also. Diktatunnel. Schade. Pomelov. Ja, ich glaube, wir müssen uns dann irgendwie eine Karte oder so zurechtlegen. Nein, ansonsten schaffen wir so nie durch den Tunnel. Aber selbst mit Höhle. Karte, ne? Also. Erkunden wird erstmal nichts. Erkunden kannst du knicken. Einfach nur straight den Weg gehen nach ja. Karte und Blindheit. Das erste Pokémon fangen, was auftaucht. Das wird lustig, ey. Das wird eine richtig geile Folge. Ja. Das erste Pokémon fangen, was auftaucht und fertig. Weiter geht's. Mehr wird's nicht drin. Ach, ja, stimmt. Medite. Ja. Oh, Medite. Hallo, Medite. Ich darf dich nicht fangen. Liegt nicht an mir, aber ich würde dich so nicht fangen, weil ich dich total hässlich finde eigentlich. Wow. Ich mag Medite nicht, finde ich hässlich. Das ist genau wie Schmerbe oder Nasknet. Nein, danke. Lauf ich vorbei, habe ich nicht gesehen. So. Wir könnten natürlich auch noch hier rechts erstmal die Tray... lieber nicht. Also wir gehen jetzt hoch, ne? Oder? Ja, wir sind eh schon. Also wir können die Route ja hier später noch machen. Moment mal, wieso steht jetzt ein Typ? Lol, hier steht ein Typ. Wo steht ein Typ? Gibst du mir etwa zufällig? Okay. Wo steht denn ein Typ? Aber der gibt mir nix. Am Ausgang stand der schon immer. Wo am Ausgang? Ach, der hier. Hä? Route 2? Ja, ich weiß nicht, ist das richtig, ist, was das ist, gibt? Das ist doch jetzt der Hinweis. Das ist das Blitzding. Das ist der Hinweis für den Blitz. Ja, aber geht nicht. Nee, das war nicht der falsche. Der hat das schon geguckt, das ist der mit dem Blitz. Aber wir können uns den Blitz halt nicht holen. Scheiße. Also wir müssen jetzt erstmal Richtung Höhle. Blitz ist für Waschlappen. Hm? Blitz ist eh für Waschlappen. Ich hätte trotzdem gerne Blitz. Hardcore-Gamer gehen blind durch den durch den Fels. Oder machen wie ich den Relaxo-Skip-Glitch. Was? Das habe ich in Pokémon Gelb gemacht bei der Carpador-Challenge. Da habe ich einen Glitch gemacht, das Relaxo despawnt und ich bin einfach so nach Lavandier gegangen. Wow. Nein, das machen wir nicht. Ich bin ordentlich die Editions. Ich glaube, das geht ja auch gar nicht. Ich glaube, das geht ja auch gar nicht.
Also, ich bin Route 9. Ich durfte jetzt gleich wieder was fangen. Wo bist du jetzt gerade? Bist du hier oben? Ich stehe jetzt gerade vor dem Zerschneiderbusch. Ja, ich bin gerade durchgelaufen. Okay, ein Trainer. Hallo, ein Trainer. Nice. Ja, da kommt ein neuer Encounter jetzt. Ich bin gespannt. Oh, bitte was Gutes. Was richtig gut ist. Ach ja. Vier Pokémon hat die gute. Ein Oddish. Was hat die denn? Ein Oddish. Ach, schon wieder ein Oddish, ey. Na, wie gut, dass ich das Ding vorne habe. Wird man nicht mehr los. Ha, ging daneben. Boah, Schlafpuder, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Bei mir hat er Giftpuder gemacht. Oh, Giftpuder. Irgendwas bitte auf. Jetzt. Ich habe keinen Bock, einen Aufwecker zu benutzen, ehrlich gesagt. Ha, aufgewacht. Schau. Ach, Pokémon. Ich glaube, ich nehme gleich Feuer. Ja, ein schönes Spiel. Ich nehme Feuer. Oh, das ist ja auch schon so hochgelevelt. Ach, kann ich es nicht ändern jetzt. Wenn wir da eh bei 30 sein müssen, dann passt das schon. Hoffe ich. Du kannst doch jetzt nicht immer noch das Problem haben, überlevelt zu sein. Ich weiß ja jetzt nicht, was jetzt überlevelt ist. Ja, wahrscheinlich 32 oder so, 33. Okay, ich bin 26. Oder vielleicht auch 35. Mein stärkstes ist 26. Ja, aber es kommt halt noch sau viel Story, ne? Es kommt der ganze... Also es kommt halt richtig krass viel. Ja, wir machen sie ja halt zwischendurch dann. Also jetzt kommt erstmal hammerhart viel Story. Hm. Kommt jetzt Team Rocket zurück? Ja. Oh Gott. Nein, ich will nicht wechseln. Alter, jetzt werde ich paralysiert. Ich glaube, ich bin jetzt zurück wegen der Vergiftung. Die kriegt einen Trank fertig. Oddish, ey, du bist eine Seuche, weißt du was? Böse. Oh, die hat hier noch ein Pokémon. Mädel, willst du mich töten, ey? Au. Ein Item. Meins. TM29. Psychik. Was? Psychik? Ernsthaft. Psystrahl? Oder das ist, ist das Psystrahl? Du bist schon OP für Erika durch deine ganzen Das ist ein Witz. Es ist ein Witz, ey. Ich weiß nicht, von was du redest. Aber ich muss sagen, ich finde sehr viele TMs. Danach Bären und dann anderes Zeug. Du findest sehr viele Bälle, habe ich das Gefühl. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Wow. So, hallo Wanderer. Was hast du für ein Item gehabt? Auch irgendeine TM. Du hast nicht mal geguckt? Ja, hat mir jetzt nichts gesagt, also kann nicht so gut gewesen sein. Oh, nix. Ja, ich möchte wechseln. Bam. Möwi. Go, Möwi. Und go, ein wunderschönes Möwi. Level Up für Hariyama. Go, Möwi. Go, Möwi. Ich hätte echt gerne in Onix hätte ich echt gerne. Ja. Das hätte was, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und im Felstunnel gibt es erstmal ein fettes Onix am Anfang gleich. Als erster Encounter, das fand ich super. Möwi hat ein Level Up, nice. Dann entwickelt sich eigentlich die Möwe weiter. So Pelikan oder Pelikan oder irgend sowas. Vielleicht Ende 20 oder Anfang 3. Ich hab so 32 gerade im Kopf, ehrlich gesagt. Oh, jetzt entwickelt sich's. 25. Alles klar. Hat sich, ja, ich geklärt. Ich gehe in Rente.
Wieso gehst du in Rente? Hier ist noch ein Dude. Hi. Pelican, oder wie ist der jetzt? Ich weiß es gar nicht. Pelipper, so rum. Oh, ein Vulcano? Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, weiter geht's. Dürft aber eigentlich klar gehen. Wollen wir jetzt erstmal den ersten Encounter oben holen? Ich kämpfe gerade gegen den Typen, ne? Na okay, dann hole ich mir jetzt den ersten Encounter gleich. Dann kämpfe ich jetzt auch noch gegen den Typen. Was hat denn der? Ein Vulcano als erstes. Nur eins? Das zweite sehe ich noch nicht. Achso, hat zwei. Camper Chris. Ein Glumanda hat er noch. Oh. Ja, hätte ich das gewusst? Ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich so mit Wasser empfangen. Ihr mit euren Cancer-Strategien. Das ist nicht normal, ey. Rauchwolke, greif mich gefix an, feindlich. Während Hariyama nicht irgendwie sowas wie Fire Punch oder so noch. Keiner, ja, lernst okay. Bestimmt wie viele Leute sind denn hier bitte? Was ist denn hier los, ey? Oh, da unten drücken, dass wir einen guten Encounter kriegen, ne? Ich muss erst mal da hinkommen, ey. Oder gehe ich hier gerade falsch? Ja, bitte wechseln. Möwi bleibt Möwi. Ja. Oklumanda hätte ich echt gerne. Oklumanda wäre mega gut. Das wäre echt mega. Oh. Mein Lieblingsstarter. So, nächstes Level up. Hariyama geht steil. Hier ist wieder jemand. Hallo. Ich will nur zur Wiese. Ich will nur meinen Encounter haben. Ich auch. Ach, Bibor, was willst du denn, ey? Oh, Bibor. Hallo, Bibor. Ich muss dir leider sagen. Mach's gut. War nicht schön mit dir. Ciao. Oh, der hat's überlebt. Oh, das ist ungeil. Okay, ihr macht keinen Schaden. Passt schon. Bam. Immer Glut. So, jetzt bin ich endlich bei der Wiese. Nee, ich will nicht... Excellent. Ist das hier der letzte mit dem Bibor und Bibor? Ja. Okay, dann bin ich unter der Wiese. Mal gucken, was du kriegst als Encounter. Ich habe erstmal einen Donnerstein gefunden. Es geht einfach weiter mit den Steinen, ey. Welche Steine hast du? Oh, du bist luck. Das hier ist ein sehr unauffälliges, verstecktes Item. Soll ich die Paralyse noch heilen, ey? Schauen wir mal gerade. Haben wir noch ein Paral auf Tasche? Bei den einen, den ich mir gekauft habe. Ach komm, scheiß drauf. Mein Encounter für Route 9 war es, glaube ich, ist ein Dodu. Und bei mir ist es ein Radfratz. Moment, ich bin auch ein ich bin auch ein Vogel, wieso habe ich nicht Lampenlady voll? Dodo und Radfratz, wunderschön. Ich mach mal Kratzer. Oder dann mach ich Kratzer. Pokémon austauschen. Ich tausche mal Pokémon aus. Ich will ihn nicht töten. Ich hoffe, das klappt jetzt, was ich vorhab. Ich werf einfach mal einen Ball. Dodo, komm her. Nicht so viel Schaden machen. Ach, kein Effekt. Ach, scheiße, es geht ja so oder so rum. Nee. Nein, stimmt, oh, shit. Knapp. Okay, ich muss versuchen, einen Ball zu werfen. Ich werfe noch mal einen Ball. Das hat sogar ganz gut funktioniert. Was könnte ich denn noch nehmen? Was nicht, wie viel Schaden macht. Okay, ich muss es schwächen, das hilft nichts. Ich hab's. Aber wie? Mit dem Ball. Einfach nur einen Ball geschmissen. Ja, du hast doch mal das Lack des Todes. Ja, scheiße.
Das ist jetzt ein bisschen riskant. LOL, ich kann nicht auch... Alter, es hat Verfolgung eingesetzt. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Okay. Reicht das vielleicht jetzt? Hä, was ist das? Was habe ich denn jetzt gekriegt? Nein! Was ist passiert? Stopp! Stopp! Hör auf! Dodo! Alter! Ja! Wenn es jetzt Schnabel einsetzt, stirbt dann Bibor? Mit wem ist Bibor verbunden? Bibor ist verbunden mit Geweiher. Deinem Shiny. Oh nein! Setz mal einen Trank ein. Das sag ich auch bei allen Pokémon. Also darauf kannst du nichts geben bei mir. Ich müsste halt eigentlich noch einmal schwächen. Oh, stopp! Nein! Du! Jetzt, Alter! Du! Ja, wie es immer fünfmal trifft? Okay, viermal. Ja, komm, ich muss jetzt riskieren, ey. Oh Gott. Nicht kritten! Nicht kritten! Oh, jetzt kommt der Stapel und... Ich wechsle aus. Danke! Krieg dir jetzt mal rein. Ja, Poseidon, stell dich mal bitte gerade dahin. Boah, ey, du. Mach's doch zum Folgenende nicht so spannend. Das Item will ich noch haben. Du. Jawohl, und gefangen. Nice. So. Und das Item ist... ist denn ein Dudu? Ein Magnet. Ist weiblich. Noch ein Magnet. Ich habe zwei Magnete. Ja, natürlich hast du das. Ich habe eine grüne Chart bekommen. Was ist denn das? Green Chart. Das sagt mir irgendwas. Da keine Beschreibung bei. Ich weiß gerade nicht. Die sagt mir nicht viel. Na, sehr gut. A small green shard. It appears to be from some sort of a tool made long ago. Also, dass es von irgendeinem Teil, das sehr alt ist, kommt. Also, Route 9 ist Dudu und was hast du, Radfritz? Ja. Ja, sehr, was sehr geil. Nee, ich verwechsel das gerade. Es gibt Legendäre, da brauchst du so Kugeln, aber das ist nicht das. Das wäre jetzt creepy. Das wäre echt creepy. Ich überlege gerade, ob ich jetzt weiter... weitergehe oder... keine Ahnung. Ah, ist wie ein Käfer-Dude, ey. Ach, die Folge ist eigentlich vorbei. Ach, jetzt bin ich ein bisschen kaputt gelaufen. Ja, ich mache auch noch einen kleinen Kampf hier, komm. Einfach zum Ende der Folge. Da ist ein Käfertyp, ich setze mein Feuer-Pokémon rein. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Das ist langweilig hier. Hol mal deine Käfer raus. Die brennen gleich. Drei Käfer. Alles klar. Drei Käfer. Das kann bei mir jetzt ein bisschen dauern. Wieso? Was hat denn der? Weil gegen meinen kämpfst du? Ja, ich hab halt kein Feuer. Also. Also du kämpfst gegen den Käfertypen. Ja. Unterhalb von dem ist noch ein Wanderer. Daneben liegt noch ein Item. Was? Ein Wanderer? Mhm, ganz unten. Also wenn du jetzt von dem... Ich nehme an, wir sind gerade beim selben. Hat er bei dir auch drei Pokémon, der Käfer-Typi? Ja. Ja, einfach noch, kurz nach unten gehen, da hupst du ja dann runter nochmal, ganz nach unten. Und da ist rechts noch was. Ein Item. Ein Blutzug? Oh, Konfusion? Hat das... Bist du gerade bei einem Blutzug? Ja. Okay, bei mir ist es schon weg, ich habe Feuer. Ja, du bist OP halt. Es ist Feuer, was soll ich denn machen? Was ist denn Bulk ab? Alter. Was ist denn? Ey, wenn ich Feuer hätte, würde ich hier auch so durchrasieren. Du? Was ist denn Bulk ab? Ja, er macht sich stärker.
Alter. Oh. Ja, gut, ich muss auswechseln. Das heißt aber eigentlich, du kannst ja bis dann manchmal mit Terrorfee. Gut, der ist weg mit seinen Käfern. Bye bye, Käfer. Zack. Oh, ich hätte es gedacht, das macht ein bisschen mehr Schaden, ehrlich gesagt. Da oben ist noch so ein Trainertyp hier. Nein! Scheiße! Ich wollte gucken, was da in der Ecke ist. Er stand in der Ecke und hat straight geradeaus geguckt. Mist! Warte, hat 3, 4 Pokémon! Oh. Radfratz, okay, dann fackel ich alles ab. Moment. Geht fix. Es brennt alles weg. Wenn du mich jetzt noch vergiftest, mit deiner letzten Attacke. Hat dich vergiftet? Ja. Benutze mein Gegengift. Also hat dich vergiftet. Nochmal schön das Gift mitgeben, obwohl wenn er eh schon verloren hat. Hauptsache mir auf den Sack gehen. Ich finde die Challenge aber auch in dem Punkt gut. Ich kämpfe hier teilweise mit Pokémon, mit denen ich nie kämpfen würde. Das ist eigentlich cool. Das gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Okay, nice, ne? Ich würde das Pokémon nie ins Team nehmen. Aber ich muss ja halt hier und das finde ich eigentlich ganz cool. So, was meinst du mit dem Item, wenn ich nach Süden nach unten gehe? Da müsstest du runterhopsen und dann müsste da rechts ein Wanderer stehen. Ja gut, dann kämpfe ich gegen den in der nächsten Folge. Moment, ihr habt gleich fertig. Moment. Hier ist ein Rettan. Geh weg. Wieso bin ich denn eigentlich immer noch paralysiert? Na los, so, ey. Ein Pokémon, ne? Und Level 26, na. Knapp nach dem Kampf, aber. Warte, ich stelle mich hier hin. Das ist schön symmetrisch. Ach, falsche Attacke. Ach ja. Wem kämpfe ich denn dann beim nächsten Mal? Ich glaube, Lampenlady darf mal wieder. Und dann kriege ich noch ein Level up jetzt. Auf Möwi. 26, nice. Ben. Ja, nächstes Mal der Felstunnel. Im Dunkeln. Blind. Man wird sehr viel neu. Wir brauchen definitiv eine Karte. Definitiv, sonst können wir es knicken. Ohne Karte wird das echt lustig. Ja, das ist richtig. Ist hier ein Item? Nein. Okay. Die Ecke war sinnlos. Ich habe bin umsonst in die Ecke gegangen. Gut, dann würde ich sagen, war's das für die Folge, oder? Ja, leichte Überlänge. Eine leichte. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.